Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu ARK PS4. Und ihr seht schon, ich habe hier letzte Folge hatte ich hier noch vorne was rangebaut, weil ich eigentlich mein Dino da oben drauf stellen wollte. Jetzt der verhungert und ist tot. Und Grüße an Minifuzzi, der ist auch gerade hier und der Russe. Hallo. Guten Tag. Kuckuck. Guten Tag. Ja, war ein bisschen. Ja, ich war ein paar Tage, hatte. Ja, ich hatte ein paar Tage kein Internet, wie die meisten das schon mitgekriegt haben auf dem Discord. Ja, und jetzt sind mir. Ja, gut, das Essen ist abgelaufen, das Tier ist gestorben. Aber, falls ihr jetzt gerade bis rumgeguckt, da hinten hat sich irgendwo ein Trike verkeilt und den. Knüppeln wir jetzt. Achso, Knüppel, siehst du. Sollte ich vielleicht auch einen Knüppel mitnehmen? Haben wir noch einen drinne? Boah, ich hoffe doch. So, ich muss. Ja. Ich muss mich immer dran gewöhnen, nicht zu rennen. Jedes Mal geht das Wasser übelst runter. So, wo hast du denn den Guten gesichtet? Gleich hier vorne am Waldrand. Höre was? Sehe nicht. Da, wo du Ach, bist, gucke. Wo links davon. Aber warum wird denn der backt sich raus, wenn wir den verprügeln? Ja, könnte passieren. Weil dann muss einer hinter ihm und einer vor dem. Ich pull, wenn er sich umdreht, dann kannst du wieder drauf boxen. Aber mal so. Ja, was möchtest du, oral oder anal? Ja, ist mir wurscht, ich hau jetzt nicht mehr. Beides. Wow! Alter. Los, hau drauf. Hör mal drauf da. Warte, ist. Hau ich drauf? Ich glaube, er ist frei. Ah, ja, oh, na toll. Warte, komm rein zu mir, komm. Warte, nicht weiter drauf kloppen. Komm zu mir rum. Aber ich bin gleich tot. Nee, komm zu mir. Alter. Wir haben auch keine Betäubungspfeile, ne? Komm ich da ran? Nee, der macht mich kalt. Wow! Ja, hätten wir Narkosebären, würde das funktionieren. Aber wir haben keine gesammelt. Ich hab welche in den Wasser getan. Dann mache ich schnell fix was. Lalala. Ach, ein Mörser, Mann. Ich bin ja hart behindert heute. Der wird jetzt nicht weglaufen da hinten. Wie hast denn du rangefarmt? Na gut, das reicht nicht. Ah, ich muss erstmal ganz kurz gucken. Ich müsste eigentlich den Bogen jetzt machen können. Ja, den habe ich schon gelernt. Alter. Ich bin heute mal wieder. Könnte man noch ein Bettchen bauen? Immer. Noch ein bisschen was Miet. Mache ich gleich zwei. Na, wo ist denn hier der Bogen? Eins, zwei. Und 50 Pfeile. Müsste reichen. Denke ich, so wie ich hoffe. Aber gut, 50 Pfeile brauchen wir eh nicht so viel Narkosemittel. Warte. Scheiße, dass das Vieh draufgegangen ist. Sonst hätten wir jetzt locker flockig Bären farmen können. Gut, und solange der noch festhängt, ich muss mein Loot noch holen. Komm. Ah, das ist immer so ein Spaß, wenn die Pfeile jetzt hier durchblättern. Dü-dü-dü-dü-düm. Alte Fresse, Siri! Ey, das darfst du nicht sagen. Mein Handy reagiert immer dabei. Ah, er hängt noch ab. Er kumpelt hinten noch richtig ab. Ich hol mein Zeug hier wieder. Ich hätte jetzt eigentlich gleich mein Fleisch nehmen können. Da hätten wir noch ein kleines bisschen was zu essen, aber wir sind ziemlich traurig gerade. Hier hat nicht wirklich jemand ein Tor hingebaut. Was? Ein Tor? Wie soll ich? Hier hat, hier hat jemand ein Tor hingebaut. Ich komme hier nicht mehr hoch. Das heißt, du kommst nicht mehr zur Base, weil da unten ein Tor ist, oder wie? Ach nee, warte mal, hier links hat er frei. Ach nee, da hinten hat er wieder ein Tor hingebaut. Ja, das ist richtig gut. Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen, du blöder Wichser? Oh, diese. Ne, Piep darf jetzt auch nicht mehr, weil Piep ist auch nicht schlecht. Zumindest. Ach ja, ja, ich kann auch so schlecht einen Delfin nachmachen. Aber Georg kann das, der ist Russe. Nein. Doch. Es gibt russische Delfine? Ja. Die werden alle für die Marine benutzt. Ja, aber die reden genauso. Die machen. Okay. Muss der Flipper auf Russisch machen. So, alalalala, alalalala. Na gut, alala, vielleicht nicht, aber so ähnlich.
Das war wohl eher ein arabischer Delfin. Nee, nein, das war kein arabischer. Wie macht ein Flipper denn mal? Da muss das so. La. Aber geht da nicht, weil wenn da müsste der weil die Russen haben doch immer so ein rollendes R. geht da nicht offline. Ja, das mache ich auch gleich. Ihr dummen Schweine sagt er dann. Georg kennt das doch schon. Gut, mit 5 Pfeilen kommen wir, glaube ich, echt nicht weit. Ja. Also ich sammle mal erstmal noch welche, der läuft uns doch nicht weg. Ach, das macht mich aber traurig. Und wir brauchen auch noch verrottetes. Nee, davon habe ich noch 42, das geht noch. Sichel wäre nicht schlecht. Georg, kannst du schon eine Sichel machen? Nein, wir dürfen Georg nicht zur Hilfe holen. Weil Georg, der ist schon wieder viel weiter. Der hat wieder 50 Basen gebaut. Eine. Eine. In jedem Biom. Ja, liebe Zuschauer, wir wollen es so machen, dass wir auf Georgs Hilfe verzichten. Weil der zockt zu viel und wir zu wenig. Das heißt, er hat schon wieder riesengroße Base. Wir nicht. Wir haben unseren Holzbunker da vorne. Mit einem toten Parasaurus. Wir konnten ihn nicht mal essen. Aber ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich nichts von ihm abbekommen, ihr Vielfraß. Weiß doch gar nicht. Aber schon grillfest und bin nicht eingeladen, oder was? Ich weiß doch gar nicht, wann der gestorben. Der müsste gestern gestorben sein. Aber Mittwoch war ich online, da war er noch da. Ja, Mittwoch. Nee, Dienstag. Dienstag? Ja, da war ich online, ich habe gesehen, ein Raptor hat ihn gefressen. Ach, da kommst du jetzt. Das war bestimmt der vor mich gefressen wurde. Ja, wir quatschen hier eine halbe Stunde, ne? Und dann, da hat der Raptor gefressen. Quatsch doch so viel, ihr wollt. Okay. Jetzt verstehe ich, was du meinst mit russische Delfingeräusche. Oh nein, ey. So. Mal, was ich nochmal rauskriege, ein paar Bärchen habe ich noch. So. Gib mir Bärchen. Was schätzt, wie viele Pfeile brauchen wir für den? 20, 30. Ah, wir haben gerade mal 5, 6, 7, 8, 9 dann. 5, 6, ja, 7. Ich sag mal, sobald wir den haben, kommen wir ja leichter an Narkobären ran, von daher. Das ist schon mal richtig. Gut, ich mache noch 2. Aber dann sollten wir heute auch dringend mal überlegen, hier ein paar Barrikaden hinzustellen, dass wir nicht ständig die Raptoren dann drin haben. Ja, die mache ich danach. Wenn wir das Vieh gefangen haben, dann machen wir so eine Parkbucht dahin. Dann stopfen wir den da rein. Denk dran, nicht so viel rennen. Wasser weit weg. Wobei Wände besser wären. Weil Barrikaden brauchen Leder. Ach, das gute alte Leder. Hier läuft da nirgendwo mehr was rum. Wir müssen Georg töten, der hat ganz viel Leder in der Hose. Ja, das ist aber Schweinsleder, das zählt nicht. Boah! Das ist eklig. Das ist richtig. Das heißt, du bist eklig. Jungs, der Trike ist jetzt hinter unserem Haus, ne? Oh, das ist Er hat sich freigekämpft. Dann kommen wir wieder nach da hinten hin. Mann, ich hab das Ding aber auch noch auf die scheiß Position hier gelegt. Komm, der ganze scheiß Bären hier rein. Ich mach das jetzt. Was ist denn die Hose da rein? So. Komm. Zack. Das ist das Spannendste an Ark. Wir beobachten das Menü. Zweite arbeitet. Ja. Mikromanagement. Gut, ich guck mal gleich. Wir haben jetzt gleich wieder mehrere Pfeile. Wir müssen den trotzdem irgendwie da hinten hinloggen. Loggen auch gerade, ne? Wir loggen den da hinten hin. Denkst du dran, dass wir auch dann noch Narkobären oder Narkomittel brauchen, um den. Ja, Lust zu halten. Ja, das geht ja fix. Das kannst du nebenbei, wenn er da liegt, um dich rumfarmen. Das ist ja nicht das Problem.
Wenn er liegt, wir sind zu zweit, einfach immer im Kreis rennen, immer wegfarmen, dann geht das. Wie gesagt, der Para letzte Folge war, glaube ich, Level 20. Mit dem hätte ich gar keine Narkos reindrücken brauchen. Wäre so durchgelaufen. Hier sind nochmal Narkos. Vielleicht, ne? Angel Berry nebenbei auch noch behalten, ne? Jo. Nee, ich behalte hier mittlerweile eh alle Bären. Ist der runtergefallen? Ah, ne, da hinten ist er. Oh, bitte nicht. Nee, ich dachte schon. Ich muss mal ein ganz kleines Ticken heller machen. Ich sehe hier gar nichts. So. Machen wir noch ein bisschen was? Hallo. Da. Lass Miranda. Wenn sie will, ja. I. Get. So, ich denke mal. Ich stelle immer nur noch 5 Pfeile. Ich hätte mehr gemacht, oder? Jetzt? Ach, die sind da drinnen noch. Mann, ich bin bescheuert heute. Aber heute ist soweit, ne? Heute ist wirklich soweit. Komm, noch ein paar. Alter, hast du mich gerade erschrocken? Macht nichts. Das bin ich gewohnt. Gut, ich denke mal, wir können das gleich probieren. Also ich habe jetzt 20 Stück. Das müsste für den reichen. Ich habe keine Ahnung, wie das bei Singleplayer-Einstellungen ist, aber das müsste, denke ich, reichen. Wir vorher noch bitte ein zweites Bett bauen? Fuck. Ich bummel. Doch. Also, ich meine, du spawnst dann immer, das ist mir schon klar, aber ich stehe dann hier da und muss mich wieder für Buxlude sonst wo hierher kämpfen. So, ich gucke mal. Sind die beiden Bäume? Parke mich mal dazwischen. Oh mein Dicker. Jetzt wird's dunkel hier hinten. Sorry, liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt nicht seht. Alter, übelst geleckt gehabt. Ey, ja. So, Narkose müsste auch wirken, auch wenn er ein Schild vor sich hat, oder? Ich sehe nichts. Du kannst noch mit einer Fackel herkommen. Ich hab keine. Ah, muss man hier alles selber machen. Ich stress mal nicht so, Mann. So, Trike, es geht weiter. Gesundheit. Hab ich. So, jetzt hau ich mich so mal ein paar Betten hier. Fackel. Oh, hier sind sogar welche drin. Ich habe jetzt schon einen hingeworfen, dass ich was sehen kann. Toll, was hast du jetzt? Müsste gleich liegen. Er liegt. So, Major Berries, rein da in das Gerät. Nee, erstmal runterhungern lassen. Ach Quark, das geht genauso schnell. Nein. Doch. Nein. Das ist ein Mythos, dass man den runterhungern lässt und später raus. Das geht dann. Also im Endeffekt, entweder du wartest länger, bis es runtergegangen ist, oder du wartest, wenn es auch drin ist. Die Zeit bleibt die gleiche. Aber die Effektivität ist besser. Es regnet! Endlich! Wasserflasche auffüllen. Korrekt. So. Wenn ihr vorzieht, wir haben es wieder mal geschafft. Die sind die Helden. Ja, warte mal, noch ist er nicht unser. Jetzt kommt ein Raptor von oben runtergefallen. Ja. Bei unserem Glück ist es ein Lex. Mal kurz gucken, auf welchem Level. Gott verdammt, es ist dunkel. So, Triceratops-Sattel habe ich geleert. Wir brauchen 140 Leder. What the fuck, echt jetzt? Ja. Ah, super. Wo sind jetzt nochmal genau unsere Metallpiken? Noch in dem alten Dings, wo wir vorher waren. Hatten wir die nicht hier mitgenommen? Nee, wir hatten uns ja, übers Bett sind wir hier rübergekommen. Ach ja. Das ist schlecht. So, ich fahre jetzt nebenbei noch ein paar Bärchen ran. Ich gehe mal auf Ledersuche. Bitte nicht sterben. Die Leute machen, schon Trinkspiele.
Echt? Dann sterbe ich umso mehr. Damit sie alle Rotzen voll sind, ne? Aber wenn sie voll sind, dann liken die Leute das Video. Ja, das machen die auch so. Weil sie den Dislike-Button verpassen. So, Trike. Ja, wir haben dir die Bären in den Po gesteckt. Hä? Seit wann hat denn der Zähne? Noch nie gesehen. Ja, der hat Zähne drin. Scheiß. Mach den weg, der ist kaputt. Ja, der ist kaputt. 7% schon. Locker flockig. Ich glaube, ich müsste in dieser Folge doch mal einen Cut machen, weil ich jetzt hier nur im Kreis renne. Und Bären farmen werde. Außer Minifuzzi hat noch eine sehr tolle Geschichte für uns. Ja. Und Georg, hast du... Hätte das schon jemand Georg interessiert? Georg, hast du eigentlich deinen Dödi gefunden, den du haben wolltest? Ja, aber leider nur 55. Aber mir war es scheißegal. 55 Dödis, hört ihr das, liebe Zuschauer? 55 Stück hat er gefangen in einem Tag. Ja, klar. Und 54 davon leben schon gar nicht mehr. Einer reicht. So. Survival of the Fittest nennt sich sowas. Und hier ist es Survival of the Fattest. Ja, gewonnen! Ja, liebe Zuschauer, 2500 Jahre später machen noch Narkose. Minifuzzi, der bastelt hier ein kleines bisschen. Der will die Base entscheidend noch vergrößern. Was? Du müsstest mal noch ein paar Sachen bauen, weil du hast das ja gelernt, ich nicht. Ja, du weißt schon, das ist so, da brauchen wir sowieso noch Pelz, ne? Wenn wir ins Schneebiom wollen. Weil die Kleidung könnte ich schon erlernen, Steinfundamente auch. Ja, aber bis dahin dauert es, denke ich mal, noch ein bisschen. Ja. Ich kriege hier langsam echt Platzangst. Das ist ja auch eine Sache, die ist. Also, ich habe ja extra schon Holz und so gefarmt, das ist im Schrank drin. Solltest du nicht Leder farmen? Hab ich auch. Ja, es ist doch kaum was hier, weil ich jetzt gelatscht bin. Ich muss einfach hier nur Kommandos verteilen. Irgendwie muss man die Zucht und Ordnung in den Tribe bringen. 73 Zucht haben wir schon. Also ich denke, er kommt bei 18 oder 19 Level plus raus. Reicht. Er ist eigentlich nur zu Bärenfarm. Ja. 96%. Gleich 97. 98 ist 98,5, ich kann nicht lesen, Freunde. Fuzzi, Fuzzi, Fuzzi. Er bietet mehr. Da ist was in die Dings reingerannt. Wir haben ihn! Und wie nenne ich ihn denn? Triklops. Oh, hier ist ein Guckel. Triklops. Ich hänge in ihm fest. So. Du Triklops. Komm. Er stand von einem Klo ab. Hey, du bist ganz feiner. Hier, komm. Deswegen magst du den so, verstehe. 65 ist er geworden. Judith Alter, also doch 20 drauf. Ja, das ist doch sogar... Den kann man ja sogar schon fast so ein bisschen als kleinen Tank benutzen. Als Mini-Tank, ja. Und du hast jetzt wieder auch ein normales Auge, nicht dieses Grafikfehler-ähnliche zugemachte Auge wie vorher. Ne, die haben das ja vor zig Updates da mit den Augen eingeführt, aber wenn die dann liegen, sieht das echt komisch aus. Ja, die Texturen sehen teilweise wirklich sehr seltsam aus. Ja, liebe Zuschauer, wir haben den Georg angefordert, dass er uns Leder bringt, weil Fuzzi rennt hier schon seit einer knappen halben Stunde durch die Gegend und findet keine Tiere mehr. Das reicht nicht, das ist jetzt locker schon eine Stunde. Na, kommt hin. So. Warten auf den Russen. Hattest du eigentlich Wasser mitgebracht, Mr. Furz? Natürlich. Oh, hat er. Weil Wasser bald bei mir... Ist hier reingepackt? Nein, ich packe jetzt gerade das Fleisch da rein. Wir brauchen auch bald noch wieder ein bisschen verrottetes Fleisch, weil... Hallo? Ist echt scheiße platziert hier. Hallo. Ja... Auch nicht mehr allzu viel. Bist du da, Georg? Oder warum hast du Hallo gesagt? Hä? Wo ist er? Nimmt er Wasser? Wo ist denn's? Nee.
Da, hier, danke, vielleicht ist das riesige Paket. Danke. DHL lässt grüßen. Nee, da wär's nicht angekommen. Oh, das wäre Hermes gewesen. Ja gut, nee, da wär's in 10 Einzelteilen angekommen. Oh, guck mal, da unten ist ein Lootstrahlengrüner. Ja, den sehe ich. Ich suche aber gerade nach einem Fliegen, nach dem Flying Russen. Da! Da fliegt ein Russe hinten. Hallo! Da ist doch was. Da mache dir Licht. Da! Da! Alter! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Zack, ins Gesicht gekackt. Was ist hier drin? Du sagst ihm, bring mal 140 Leder mit, was bringt er mit 138? Na toll! Das reicht! Danke, Georg! Ich helfe euch nur ein bisschen! Die zwei müsst ihr selber fahren! So! Oh nein, wir brauchen ja die Werkbank dafür, die haben wir noch nicht gebaut! Dann bau die endlich. Bau erst an und dann haben wir auch Platz für die Werkbank. Ah, das macht mich traurig gerade. Ich geh offline. Wozu brauchst du die Werkbank? Na, für den Sattel bauen. Nein, die kannst du in dein Inventar bauen. Das stimmt. Das Petri tritt. Ach doch, da. Stimmt, ich hab den jetzt komplett übersehen. Alter, der macht einen Krach da draußen. So. Ja, dabei ist es doch gar nicht mehr neblig. Hä? Ja, weil du es sehen hast. So. Ja, da hat die. Komm mal hier, Mr. Als... Krokodil. Nein! Krokodil, bleib da, wo du bist. Nein, komm. Komm. Du musst mit mir hochkommen. Zu den Spikes. Ekelhaft. So. Mr. Trike, Sir. Wir satteln dich einmal aus. Jetzt können wir endlich Bären farmen. Bären. Alter. Da hab ich mich auch gefreut, ey. Ja. Alter, warum heute so ein Lex übelst drin? Und ja, Holz. Hast du aus, ja, jetzt kommen sie auch bei mir. Nice. Endlich ein kleines bisschen was farmen. So, liebe Zuschauer. War's für die heutige Folge? Alles hat ein Zweig gezähmt, das war's. Ja. Alter, warum spackt es mich denn hier immer wieder zurück? Ah, ich bin wieder richtig werbefreundlich heute. Gib da mal Gas. Alter. Seitdem man mit dem Trike nicht mal richtig rennen kann, nur noch mit diesen Schubtasten, ist das ein bisschen nervig geworden. So. Liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da. Sonst bin ich sehr traurig über die Fuzzi auch. Die Russe auch. Genau. Und du wisst, wenn die Russen weinen, ne? Schlecht das Foto. Gut. Haut rein, mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.